Hallo Eplers, auf dem Epler kann, ich bin Michael. Ich bin Umita. Und heute machen wir das Türchen 23 auf und nach dem Intro wissen wir, was drin ist. Bis gleich. So, gestern war in der 22 ein Spiel, ein Retro-Game, das auch schon früher auf der Amiga lief. Und wir gucken jetzt mal, was in der 23 drin ist. Trommelwirbel! Du bist so albern. So, heute ist cool. Metroid. Was heißt das? Warte mal. Metroid Samus Returns. Ja. Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Vom von Namen her. Cover nicht, aber von Namen her. Ja. Sieht aus wie ein bisschen wie Iron Man, aber für den Nintendo 3DS mit einem T-Shirt dabei. Mir kommt das bekannt vor. Ich weiß, ich habe den Namen schon mal gehört, ist von 92. Von 91, 92 ist das Spiel. Siehst du, deswegen wusste ich das. Okay. Metroid 2 Return of the Samus aus dem Jahr 1991, 92 haben sie jetzt für die 3DS. Seht ihr, das meinte ich gestern, Retro kommt wieder in. Ja. Und deswegen legen sie alle hier wieder auf. Aber nicht nur die Konsolen werden wieder aufgelegt, sondern die Spiele auch. Ja. Ja. So, und wie immer hier. Immer rein, bestätigen und schon nimmt ihr an dem Gewinnspiel teil. Wir gucken mal kurz rein. Ohne Ton am besten. Wenn wir kein Content kriegen. Ich guck mal ein bisschen vor. Oh, das sieht aber gar nicht mal schlecht aus. Das ist, ob die Spielgrafik so ist, ist eine andere Frage. Ja, gut, das weiß man nicht. Ich skippe immer so ein bisschen. Ah, das ist ja die Spielegrafik. Ah, seht ihr? Okay. So, das ist gar nicht mal schlecht, das sieht man eigentlich. Man ist Iron Man und man muss alle kaputt machen. Das sieht wirklich aus wie Iron Man. Mega Man, das kenne ich noch. Das war ja, aber cool. Das sieht aus wie Iron Man. Nur vorne fehlt nur noch. Das ist aber gar nicht schlecht gemacht. Das sieht aber interessant aus. Oh, das wäre was für mich, aber ich habe die Konsole leider nicht mehr. Ich habe die damals so blöd, ne? 3DS hast du nie gehabt. Nee, du aber den DS die, gehabt. Genau. Ja, aber der ist oldschool. Das macht ja nichts. So, Leute, alle, die uns vielleicht morgen nicht sehen, weil sie bei ihren Familien sind, Freunden oder sonst wo, wünschen wir schon mal frohe Weihnachten. ja, guten Rutsch wollte ich auch sagen. Ja, für die, die uns auch nicht sehen, guten Rutsch nochmal. Und ja, willst du noch was sagen? Nee, du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Genau. Also auch von mir nochmal ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Lasst es euch gut gehen. Haut euch schön den Wanst voll. Guck mal, das habe ich jetzt gesehen. Ja, haut uns die Wand voll, genau. Wenn ihr bei der Familie seid, es gibt ja was gratis dazu, dann müsst ihr nicht euren Geschenk plündern. Und ich bin Micha. Ich bin Lumita. Drückt auf die Glocke, damit ihr morgen das letzte Adventstürchen nicht verpasst. Und tschüss. Ciao.